Hallo, ihr seid auf dem Cyberbomb-Kanal gelandet. Das ist der YouTube-Kanal des Plastikbomb-Fanzines. Mein Name ist Ronja und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Die AfD ist seit Monaten im Umfragehoch. Meine komplette Social-Media-Timeline ist voll von seriöser Berichterstattung, aber natürlich auch mit Memes zum Thema. Ist das jetzt schlecht, weil die Partei dadurch immer mehr Aufmerksamkeit und Social-Media-Reichweite bekommt? Oder ist das gut, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, mit einer humoristischen Aufarbeitung den Wahnsinn, den diese Partei veranstaltet, überhaupt ertragen zu können? Was will die AfD? In allererster Linie wollen sie Aufmerksamkeit und das kriegen sie ja auch richtig gut hin. Egal, ob sie über Tampons quatschen, über Homosexualität oder sich für richtig krasse Wahlplakate entscheiden, bei denen sogar die Polizei kommen muss. Die AfD schafft es einfach immer, in allem, was sie tut, den Subtitel mit zu kommunizieren. Jeder Otto, selbst in der AfD, weiß, dass menstruierende Menschen nicht abhängig von Menstruationsprodukten sind. Aber darüber grölt eben der Stammtisch und die Zeitungen schreiben darüber. Wenn Alice Weidel im Sommerinterview erklärt, dass sie zwar in einer homosexuellen Beziehung, aber nicht queer ist, kommuniziert sie natürlich ganz weit unterm Strich noch mit, dass eine seriöse homosexuelle Ehe mit einer Person, die sie laut eigener Aussage seit 20 Jahren kennt, etwas viel Seriöseres und Glaubhafteres ist, als queer zu sein. Denn was heißt denn überhaupt queer? Das klingt ja schon so, als würden es alle mit allen treiben. Und wenn sich die AfD in Bayern für so krasse Wahlplakate entscheidet, dass sogar die Cops kommen müssen und die wieder abbauen, ist das wahrscheinlich einfach nur ein hilfloser Versuch, den Aiwanger jetzt noch rechts zu überholen. Aber was machen wir jetzt damit? Wir können natürlich weiterhin in Kalendersprüchen, Schaubildern und Memes die menschenverachtende Politik und die Zitate dieser Partei kommunizieren, in der hilflosen Hoffnung, dass die Menschen checken, was das für eine rassistische Scheiße ist. Wir können uns aber auch einfach mal damit abfinden, dass die AfD nicht trotz solcher Sprüche gewählt wird, sondern gerade wegen solcher Sprüche. Also ist das Einzige, was uns übrig bleibt, mit den Menschen, bei denen wir noch das Gefühl haben, dass was zu retten ist, zu kommunizieren. Und ihnen das Gefühl geben, gesehen und gehört zu werden. Denn das ist ja das falsche Versprechen, was die AfD ihren Wählerinnen macht. Und wir können versuchen, ihnen zu kommunizieren und vorzurechnen, dass AfD-Wählende am allermeisten unter der AfD-Politik zu leiden hätten. Ich kann euch wirklich nichts anderes raten, als mit den Leuten zu sprechen, bei denen ihr das Gefühl habt, dass da noch was zu retten ist, und euch am Parteiverbotsverfahren vom Volksverpetzer zu beteiligen.